Ja, herzlich willkommen hier im Lottotreff Rheinland-Pfalz zur Pressekonferenz der Begegnung VfR Worms gegen Arminia Ludwigshafen. Sie wird Ihnen präsentiert von Rowe Motoröl. Ich darf hier ganz herzlich begrüßen Trainer Marco Labbing von Ludwigshafen und Christian Kliebo von Worms. Herr Labbing, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Hallo und Abend. Ja, ich glaube, wir haben verdientes Unentschieden gesehen im gesamten Spiel. Beide Mannschaften, wir sind natürlich sehr zufrieden mit dem Punkt. Vor allem, dass wir zweimal im Rückstand waren hier. Aber die Moral der Mannschaft war heute erneut sensationell gut. Wenn man dann ein paar Minuten vor Schluss den Ausgleich macht und auch in den letzten 10 Minuten eigentlich noch das Spiel gewinnen will hier. Ich glaube, da haben wir schon noch mal Druck gemacht, auch in den letzten paar Minuten. Wenn wir ein bisschen Glück haben, gewinnen wir das vielleicht hier noch, aber das wäre dann ja, vielleicht auch ein Tick zu viel gewesen, weil Worms hat schon brutale Qualität in der Mannschaft, eine brutale Wucht auch bei Standards, wo sie mitbringen, und das ist immer schwierig zu verteidigen. Und ich glaube, Worms hat in der Vorrunde nur 3 Gegentore bekommen oder 4 und jetzt in einem Spiel schon 3, und deswegen sind wir da auch sehr stolz drauf. Danke. Christian Menzelmann. Ja, ich sehe es ähnlich. Es war ein gerechtes Remis. Ich finde, die Tore waren etwas unglücklich. Da hatte Ludwigshafen 1-2 bessere Möglichkeiten. Beim ersten Gegentor ist es eine Absprache, ein Luftkopfball, ein Luftduell, Leo, und das Ding ist geklärt. Und beim zweiten Tor, wenn der Aaron den Ball richtig klärt und weghaut, dann passiert nichts. So haben wir die Tore geschenkt. Und Arminia war da brutal effektiv. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hatten wir mehr Ballbesitz, hatten gute Druckphasen, haben da das Spiel unter Kontrolle gehabt. Ich glaube, ein-, zweimal hat man doch Glück gehabt, auch in der ersten Halbzeit, wo der Ball am Tor vorbeikullert. Trotzdem, ja, nach einem Rückstand sind wir zurückgekommen, haben geführt. Ja, das spricht auch für unsere Moral. Und hatten dann mit dem Luis einen Konter, das würde ich mir gerne mal in Zeitlupe anschauen, weil er da plötzlich fällt. Und in der zweiten Halbzeit sind wir eigentlich gut rausgekommen mit dem Lattenschuss von Gibriel, auch mit dem Nachschuss dann später von Luis, wo der Torhüter hält. Und ja, dann kam dieser Fehlpass von Aaron, das 2-2, und haben dann kurz danach das 3-2 machen können, und vielleicht etwas glücklich, ja, mit Gibriel steht Gold richtig, und hatten kurz darauf nochmal eine Kontersituation mit Luis, der dann zu weit nach außen gedrängt wird und da nicht richtig zum Abschluss kommt. Dann kam die Phase von Arminia, würde ich sagen, ja, die letzten 15 Minuten auf jeden Fall, haben sie schon gedrückt, hatten mehr Ballbesitz, und unglücklicherweise kriegst du dann über einen Fernschuss das 3-3. Ich glaube, da müssen wir einfach früher zupacken. Im Großen und Ganzen zählt jeder Punkt, so muss man es einfach sehen, gegen einen guten Gegner. Und von daher gilt es jetzt einfach weiterzuarbeiten, und ja, von daher zählt jeder Punkt, wie ich es eben schon gesagt habe. Vielen Dank. Gibt es Fragen der Presse? Ja, ich fange mal mit dem Gästetrainer an. Sie hatten es gesagt, die Mannschaft starker Moral ist natürlich auch, denke ich mal, der starken Saison geschuldet. Ihr habt hier, wie ich fand, als erstes Team versucht, nach vorne zu spielen und wirklich aktiv auch zu gestalten. Ist es eure Spielweise? Ist es das, wie ihr versuchen werdet, weiter die Runde zu gestalten? Ja, ich glaube, wir können auch nichts anderes als nach vorne spielen. Wenn man die Spieler auf dem Platz sieht, das sind alles gute Fußballer, und die wollen den Ball am Fuß, und wir wollen auch vorne anlaufen. Christian hat es eben gesagt, Worms hatte in der ersten Halbzeit schon sehr viel Ballbesitz, und das war dann auch schon schwierig für die Jungs, weil das eine ungewohnte Phase war dann auch. Hat man so in der Saison auch noch nicht. Aber trotzdem wollen wir immer nach vorne spielen. Das ist unser Naturell, und das bringt dann auch immer mal mit sich, dass wir ein Gegentor mehr bekommen. Aber das nehmen wir dann auch in Kauf. Ja, Christian, natürlich heute 2 Punkte verloren letzten Endes. Also vom Spiel her war es schon gerecht, habt ihr ja beide als Statement abgegeben. Aber es war ein Spitzenspiel, es waren 2 wirklich gute Mannschaften, und ich denke, die Zuschauer haben heute was geboten bekommen. Oder sehe ich das falsch? Gut, für uns Trainer sind die 3 Gegentore immer ärgerlich, aber ein 3-3 im Spitzenspiel, für die Zuschauer mit Sicherheit sehr, sehr spannend.
für uns. Wir wollen natürlich auf Sieg spielen. Aber wie gesagt, der Gegner hat es auch ordentlich gemacht und da musst du am Ende des Tages mit dem Punkt leben. Wobei ich halt in der Schlussphase mir wünsche, dass man einfach das Spiel nach Hause schaut. Noch eine Frage zum Sandro. Muss man natürlich, der ist wieder nach einer halben Stunde draußen. Das ist natürlich ein bitterer Verlust wieder. War es die gleiche Verletzung wie zuletzt? Oder? Nee, diesmal der hintere Oberschenkel. Der hintere Oberschenkel. Okay. Noch ein Wort zum Jean-Yves. Der hat ja heute wieder eine tolle Leistung gebracht, wie ich fand. Sag mir da noch ein paar Worte dazu zu seiner Verletzung insbesondere. Ja, der Jean, also heute hat er nicht mit der Stirn geköpft, glaube ich, sondern mit dem oberen Teil des Kopfes, ja, damit die Wunde einfach nicht aufgeht. Ja, also unheimlich wichtig in der Luft und auch als Person, unser erfahrenster Spieler. Von daher sind wir froh, dass das heute gereicht hat und beim Adi leider nicht. Ja, offensichtlich gibt es keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich bei den beiden Trainern. Herr Lapping, Ihnen noch viel alles Gute für die weitere Runde. Christian, dir in Elversberg bzw. Neunkirchen spielen wir ja. Alles Gute und da holen wir uns die 3 Punkte wieder. Vielen Dank, das war die Pressekonferenz. Sie wurde Ihnen präsentiert von Rowe Mineralölbeige. Ja.